Hallo und herzlich willkommen zurück zur Grundlagen der Funktionalanalysis. Wir machen heute weiter mit Kapitel 11, linearen Integralen und Differentialoperatoren. Davor zwei, drei Sachen. Erstens, zumindest wenn man genau hinguckt, ist das das erste Video sozusagen, was auf dem neuen Mathematikkanal kommt, nämlich Mathematik leicht gemacht, zumindest verständlich gemacht hoffentlich. Die alten Videos bis inklusive Kapitel 10 sind quasi noch auf meinem Hauptkanal zu finden als nicht gelistete Videos. Das heißt, wer den Link hat, kann da weiterhin drauf gucken. Insbesondere sind die Verlinkungen auf der Website immer noch auf den alten Kanal, beziehungsweise auf den Hauptkanal, ist ja nicht alt, ist ja immer noch aktuell. Und es sind allerdings auch alle Videos nochmal separat auf diesem neuen Mathe-Kanal hochgeladen. Das heißt, ich habe das alles nochmal runtergeladen und gedoppelt. Erschien mir irgendwie ganz sinnvoll, dass man irgendwie eine Playlist, die so ein bisschen vollständig ist. Finde ich immer persönlich ganz schön. Joa. So, Kapitel 11, das ist jetzt mein dritter Aufnahmeversuch. Der erste Aufnahmeversuch hat die Aufnahme gestottert wie Sau. Fand ich sehr erbauend. Bei der zweiten Aufnahme war ich verschnupft wie Sau. Und jetzt ist das verschnupft wie Sau so halb zurückgegangen. Und ich hoffe, es ruckelt nicht. Ich weiß es aber auch nicht. So, wir fangen einfach mal an. Kapitel 10 war ja Spezialfall endlich dimensionaler Räume. Da haben wir insbesondere gesehen, dass jeder lineare Operator zwischen endlich dimensionalen Räumen automatisch stetig ist. Das war eine schöne, kompakte Folgerung, die wir da gezogen haben. Und jetzt wollen wir uns quasi zum Abschluss dieses Teil 2 dieses Videokurses mit linearen Integral- und Differentialoperatoren beschäftigen. Und wir werden dabei jetzt gleich sehen, dass die Integraloperatoren vom Prinzip her die zugänglicheren sind. Ich möchte nicht sagen die einfacheren, aber man kommt schneller an die Dinger dran. Gut. Fangen wir an. Wenn mein Dingens hier mal funktionieren würde. Aber ich bin da, glaube ich, einfach nicht richtig gelockt. So, jetzt geht's los. Also, was haben wir bis jetzt betrachtet? Wir haben irgendwann in Kapitel 5 mal generell Operatoren, lineare Operatoren definiert. Der Operatorbegriff ist immer noch ein bisschen schwammig, es ist einfach so ein feststehender Begriff. Und in Beispiel 7.12 haben wir, als wir diese speziellen Funktionenräume untersucht haben, am Ende noch ein Beispiel für einen Operator bekommen, der eben so einen Integraloperator realisiert hat. Das Ding sah so aus. Wir geben uns eine fixe Funktion g vor und haben ein Kompaktum k gegeben. Und dann können wir auf diesem Kompaktum K stetige Funktionen in diesen Operator reinjagen und integrieren einfach das Produkt hoch. Da haben wir gesehen, das Ding war ein Integraloperator, linearer Operator, wenn ich mich richtig erinnert habe, war es in Isometrie, glaube ich nicht, oder zumindest nicht im Allgemeinen. Aber wir haben zumindest die Operatornorm davon berechnet. Bevor ich jetzt hier Scheiße erzähle, wir gucken einfach mal nach. Ich habe ja wie immer formschön, formschön im Prinzip zumindest, das Skript offen. Da war es am Ende. Genau, da haben wir gesehen, wir haben ein stetiges lineares Funktional und die Operatornorm des Funktionals, das war die L1-Norm der Funktion g, die wir reinjagen. Beziehungsweise die wir uns vorgeben. Ne? Gut, das also sozusagen der Rückschluss. Und jetzt wollen wir mal schauen, ob wir dieses Prinzip, was wir hier jetzt stehen haben, in einen allgemeineren Kontext bringen können. Und das werden wir jetzt versuchen. Also das heißt, was wollen wir machen? Wir wollen zunächst mal allgemeine Integraloperatoren einführen. Allgemein in einem Sinne, dass wir uns nicht so speziell, zumindest in stetigen Funktionen, abarbeiten, dass wir nicht irgendwie eine spezielle Form vorgeben, sondern dass wir eine sehr allgemeine Form für Integraloperatoren haben, die wir dann variabel quasi aneinander einsetzen können. Was wollen wir insbesondere machen? Wir wollen dann geeignete Normen finden und mit diesen Normen dann halt Abschätzungen herleiten. Also das übliche Geschäft des Analytikers. Irgendwelche Normen definieren und dann mit diesen Normen Abschätzungen herleiten. Und da wir gleich sehen werden, dass diese Integraloperatoren typischerweise auf unendlich dimensionalen Räumen arbeiten, ist es auch nicht so, dass diese Normen zwangsweise äquivalent sein müssen, die man da definiert. Weil wir haben ja im letzten Kapitel nur bewiesen, dass auf endlich dimensionalen Räumen, also insbesondere auf dem k hoch n, alle Normen äquivalent sind. Das muss bei unendlich dimensionalen Räumen natürlich überhaupt nicht mehr gegeben sein. So, was wollen wir danach machen? Nachdem wir diese linearen Integraloperatoren kennengelernt haben, wollen wir weitergehen und das Ganze quasi versuchen, auf lineare Differentialoperatoren zu spiegeln.
Dabei werden wir dann allerdings feststellen, dass die linearen Differentialoperatoren wesentlich schwieriger in der Bearbeitung sind. Das hat verschiedene Gründe, von denen wir halt an einem Beispiel einen kennenlernen werden. Und da werden wir insbesondere sehen, dass solche linearen Differentialoperatoren sich nicht unbedingt stetig in einen Banachraum einbetten lassen. Das geht bei Integraloperatoren in der Regel einfacher. Und dann werden wir, nachdem wir gesehen haben, warum Differentialoperatoren so ein bisschen böse sind in der Hinsicht, nochmal ein paar Lösungsansätze diskutieren. Da werden wir allerdings erstmal nicht großartig drauf eingehen, sondern ich werde halt ein paar Sachen sagen. Wer da mehr zu wissen will, der sei erstmal auf die Literatur verwiesen. Eine gute Literatur ist wie immer Caballo, zwar nicht nur der erste Teil, sondern quasi auch der Aufbaukurs. Da wird es aber im Laufe dieses Kurses irgendwie auch nichts mehr zu geben. Deswegen ist dieses Kapitel eigentlich auch ein ganz guter Abschluss für diesen Teil 2, der ja Grundlegendes heißt, im Wesentlichen. Und ab Kapitel 12 geht es dann in die Prinzipien. Gut, ja, das wollen wir jetzt tun. Da fangen wir einfach mal an, indem wir wirklich so einen Integraloperator in aller Allgemeinheit hinschreiben. Falls sich irgendjemand fragt, warum hier gerade so ein Geknister im Hintergrund war, ich war wie immer professionell vorbereitet. Die Unterlagen waren noch im Ordner. So, was nehmen wir uns? Wir nehmen uns eine kompakte Teilmenge des R hoch n und eine Funktion klein Kappa aus der Menge der stetigen Funktionen auf k Quadrat. Das k Quadrat hat erstmal gar keine besonders große Bedeutung. Das heißt im Prinzip einfach nur, wir setzen gleich in Kappa zwei Variablen ein. Und mit diesem Kappa können wir uns jetzt so einen Integraloperator S in Abhängigkeit von Kappa hinschreiben und das Ding sieht so aus. Also für ein t aus k definieren wir uns ganz einfach den Integraloperator S gleich S Kappa. Das hängt so ein bisschen von dem Kappa ab. Je nachdem, was ich da wähle, kommt ein anderer Integraloperator raus. Das Ding funktioniert folgendermaßen. Wir setzen eine Funktion f rein und die wird abgebildet auf sf von t, nimmt sich einfach das Integral über das Kompaktum und multipliziert Kern mit der Funktion f. Das ist erstmal ein linearer Integraloperator. Linear ist klar, nur wenn ich zwei Funktionen reinjage, dann zieht die Linearität des Integrals die Dinge auseinander. Und das gleiche kann ich auch mit dem Skalar machen. Ich kann Skalar da rein multiplizieren, dann kann ich es mit den Rechenregeln fürs Integral, in diesem Fall fürs Riemann-Integral, auseinanderziehen. Das ist also keine große Problematik. Das Kappa kriegt noch einen Namen. Das Kappa heißt stetiger Kern. Stetig deshalb, weil es aus c von k Quadrat ist. Das sind ja die Menge der stetigen Funktionen auf k Quadrat. Naja, und Kern, das ist so eine mehr oder weniger historische Bezeichnung. Und das S, wie es da steht in der Formel 1, das heißt linearer Integraloperator. Gut, das wäre es soweit. Jetzt wollen wir uns quasi angucken, wie kann man das Kappa interpretieren. Und wenn wir jetzt mal uns das quasi da oben anschauen, das Integral ist ja immer so eine Art kontinuierliche oder verallgemeinerte Summe, wenn man so möchte. Und dieses Kappa von TS mal F von S, das kann man irgendwie so ein bisschen interpretieren als Matrix mal Vektor, so ganz grob gesagt. Das heißt, wenn wir dieses Kappa auf oder anwenden, interpretieren als kontinuierliche Fortsetzung einer entsprechend großen quadratischen Matrix, dann kriegen wir gleich sehr anschaulich die Normen interpretiert bzw. motiviert. Und genau das tun wir im Wesentlichen auch. Also die Interpretation von Kappa als Kern ist einfach nur, wir nehmen uns, weil wir denken uns eine quadratische Matrix und setzen die kontinuierlich fort. Nur das ist ja der große Vorteil einer Funktion. Wir haben nicht nur diskrete Stellen, sondern wir können auch, je nachdem, wie wir den Definitionsbereich wählen, eben eine kontinuierliche Menge damit beschreiben. Gut. Jetzt, wie bereits angekündigt, haben wir so einen Integraloperator im Prinzip definiert. Jetzt wollen wir für diesen Integraloperator natürlich geeignete Normen suchen. Und bei dem geeigneten Normen suchen, da hilft uns jetzt diese Interpretation von Kappa. Denn wenn das ganze Ding eine Matrix wäre, dann würden wir gute Normen kennen. Eine gute Norm wäre die Zeilensummennorm für eine Matrix. Relativ klar, man nimmt einfach die Absolutbeträge der Summe aller Zeilenelemente und davon das Maximum. Alternativ die Spaltensummennorm, das gleiche mit den Spalten. Und so ähnlich werden wir das jetzt hier machen, nur natürlich nicht wirklich mit Zeilen und Spalten, sondern wir gucken uns an, welches Argument von Kappa variiert und welches fix ist. Und das führt uns zu folgender Definition für Normen für Integraloperatoren. Die Voraussetzungen sind genau die gleichen. Eine kompakte Teilmenge des R hoch n und ein stetiger Kern in c von k Quadrat. Und dann definieren wir uns dazu jetzt zwei Normen. Die erste, das ist die sogenannte Spaltenintegralnorm. Außen das Supremum wird gebildet über S in K
Das heißt, über die zweite Variable sozusagen, wenn man möchte, also quasi die Spalten dieser Matrix. Und dann integrieren wir den Betrag vom Kappa hoch, aber nach der ersten Variable. Das ist immer so ein bisschen hin und her geswitche. Das heißt, wir summieren sozusagen alle Elemente in jeder Spalte auf und nehmen dann das Supremum über alle Spalten. Das ist sozusagen die Interpretation hinter dieser Spaltenintegrale. Ne? Na gut, und dass das Ding eine Norm ist, ist nicht schwer zu sehen. Und jetzt muss ich trotzdem einmal niesen. Dieses aktuelle Wetter macht mich ein wenig fertig in der Hinsicht. Gut. Also das Ding ist die Spaltenintegralnorm. Ja, und jetzt können wir uns die Zeilenintegralnorm natürlich genauso definieren. Das heißt, wir iterieren quasi über die Zeilen. Das heißt, wir nehmen nicht das Supremum S in K, sondern das Supremum T in K und summieren dann die Beträge auf. Das heißt, wir integrieren den Betrag Kappa von T, S, aber ds. Und genau das ist die Zeilenintegralnorm. So, einen Moment nochmal. Also das sind zwei relativ wichtige Normen in Bezug auf diesen stetigen Kern. Und die Bezeichnungen sind relativ naheliegend. Also das eine heißt Norm Kappa SI für Spaltenintegral. Das ist ganz klar. Und das andere ist eben Kappa ZI. Und was man sofort hinschreiben kann, wo wir jetzt auch eigentlich keinen Beweis für brauchen, obwohl im Skript vielleicht noch steht, dass da einer kommt, ist, dass wir jetzt Abschätzungen für diese Normen nach oben ganz natürlich durch die Standardabschätzung fürs Integral erhalten. Ne, hier steht nochmal ganz kurz zusammengefasst, was ich gerade mündlich im Prinzip schon gesagt habe. Gut. Also Folgerung, naja gut, die Spaltensummennorm kann ich nach oben abschätzen durchs Lebesgue-Maß von K mal das Supremum von Kappa. Also mal die Supremumsnorm von Kappa. Das ist relativ natürlich, weil was machen wir im Prinzip? Wir nehmen uns hier, schluppdidu, wir nehmen uns hier an dieser Stelle die Standardabschätzung vor. Das Integral hier, das kann ja maximal so groß werden, wie die Länge in Anführungsstrichen von k mal das Maximum des Funktionswertes. Das ist diese Standardabschätzung, die wir aus dem Eindimensionalen kennen. Fürs Eindimensionale kann man sie auch leicht hinschreiben, beziehungsweise kann man sie sich leicht plausibel machen. Machen wir das ganz kurz. Und zwar, wenn wir so ein Integral haben von a bis b, irgendein natürliches Intervall oder so ein ganz normales Intervall, wie wir es im R kennen, f von x dx. Ja, das ist dann natürlich kleiner gleich die Länge des Intervalls b minus a mal das Maximum, weil das ein kompaktes Ding ist, kann man das Maximum hinschreiben, wenn das f stetig ist. Also da gilt ein paar Voraussetzungen, x in a b, Betrag f von x. Und wie lässt sich das ganz anschaulich motivieren? Naja, wenn wir so eine stetige Funktion f hier irgendwo im Raum schweben haben, sagen wir mal, das ist unsere Funktion, und wir haben hier unsere Intervallgrenzen a und b. Dann ist ja das richtige Integral, sage ich mal in Anführungsstrichen, das ist ja dann die Fläche hier unten drunter. Und jetzt möchte ich das nach oben abschätzen. Das heißt, was mache ich? Ich nehme ein Rechteck. Und zwar nehme ich das Rechteck, das hier oben hochgeht, auf dem maximalen Punkt von f auf dem Intervall endet. Und dann nehme ich hier sozusagen diese Fläche des Rechtecks. Und das ist dann natürlich größer als das echte Integral sozusagen. Und hier oben ist also einfach das Maximum x aus AB Betrag f von x. Ja, und das ist einfach diese Standardabschätzung. Das kann ich jetzt aber natürlich auch, wenn ich das Lebesgue-Maß schon habe, schreiben als, okay, das ist, wenn jetzt i gleich AB ist, damit wir es schön kompakt schreiben können, das ist ja ein Kompaktum, dann ist das natürlich nichts anderes als das Lebesgue-Maß von dem Intervall mal die Maximumsnorm von f. So, jetzt haben wir natürlich aber bei unserem Spaltenintegral und Zeilenintegral nicht unbedingt den Fall, dass in beiden Variablen das Maximum angenommen werden muss. Deswegen sagen wir einfach sicherheitshalber, wir nehmen die Supremumsnorm,
Da wir aber letzten Endes über ein Kompaktum integrieren, können wir natürlich genauso gut analog die Maximumsnorm verwenden. Das geht äquivalent ineinander über. Naja, und hier steckt im Wesentlichen der gesamte Beweis dieser Folgerung drin. Da brauchen wir also eigentlich gar nichts machen. So, jetzt sind wir also wieder hier und haben quasi, ich sag's schon mal vorweg, wir haben geeignete Normen gefunden. Und jetzt wollen wir natürlich ein bisschen was über das Abbildungsverhalten dieses Integraloperators wissen. Und da werden wir jetzt zwei Sätze beweisen. Der eine sagt aus, was passiert, wenn ich eine integrierbare Funktion durchjage, also irgendwas in L1 von k, dann kommt nämlich was Stetiges raus. Das ist die erste Aussage. Und die zweite Aussage ist, wenn ich mir eine beschränkte Teilmenge nehme von integrierbaren Funktionen, also eine beschränkte Teilmenge von L1, dann bekomme ich eine gleichstetige Menge in CK raus. Das sind zwei Sätze, das ist Satz 11.4 und Satz 11.6. Dazwischen ist eine kleine Folgerung, die wird sich gleich ganz natürlich motivieren. Ja, und dann werden wir noch folgern, dass mit beschränkten Teilmengen von LP von K auch noch was Interessantes passiert, aber das werden wir dann gleich an der Stelle sehen. Also fangen wir erstmal an mit dem 11.4er. Na, komm her. Also das war die Folgerung von gerade nochmal, ne? Das ist relativ einfach. Ja, und jetzt haben wir eben diesen Satz. Und ich habe hier vergessen, die Abstände oben wegzumachen, weil da auch irgendwelche Labels drin stehen. Aber egal. Das kann ich noch hinterher in einer fertigen Version der Folien sozusagen ändern. Also, was sagt dieser Satz jetzt aus? Wir nehmen den Integraloperator S Kappa, so wie er oben definiert ist. Also irgendwie Integral über Kompaktum, Kappa von S, T mal die Funktion f, die wir reinsetzen wollen. Und jetzt nehmen wir uns diese Funktion f aus den Funktionen, die halt gerade integrierbar sind, also die L1 von k sind. Dann ist das, was rauskommt, stetig, also ein c von k. Und das ist so das Erste, was wir jetzt beweisen wollen. Jetzt muss ich einmal kurz hier meinen Blätterwald lichten. Ich habe hier irgendwie noch alles drin liegen. Noch das handschriftliche Skript. Eigentlich schön, aber ne, im Moment eigentlich nicht so ganz wichtig. So, da ist der Beweis. So wollen wir das haben. Dann gehen wir mal einmal kurz rüber. Also, Beweis von 11.4. Na, also zur Erinnerung, wir wollen nehmen eine Menge oder eine Funktion in L1 von k. Das heißt, wir wollen S Kappa von L1 von k nehmen. Und dann wollen wir sagen, dass das quasi landet in C von k. Und das ist natürlich alles nur keine formal korrekte Aussage. Deshalb setzen wir das mal in Anführungsstrich. Aber das ist so grob das, was wir zeigen wollen. So. Idee: Hölder-Angleichung. Die Hölder-Ungleichung anwenden, Normabschätzungen herleiten und daraus zunächst ziehen, dass dieses Integral, was steht, definiert ist. Und dann die Messbarkeit folgern. Da brauchen wir an einer Stelle wieder ein bisschen Anna 3, aber das geht eigentlich relativ handzahm. Also zunächst wollen wir die Voraussetzungen der Hölder-Ungleichung schaffen. Also nehmen wir uns ein 1 kleiner gleich p kleiner gleich unendlich. Ne? Entschuldigung. Ja, und q so, dass die Dinger konjugiert sind. Ne? Also 1 durch p plus 1 durch q, das soll gerade 1 ergeben. So, jetzt wenden wir 3.4 an. 3.4 war die Hölder-Ungleichung. Und dann bekommen wir den Betrag SF von t. Was rauskommt, ist ja eine reelle Zahl. Das heißt, da können wir einfach den Betrag drumballern. Das ist kleiner gleich als das Integral über k, über das Kompaktum. Betrag Kappa von t, s, das hoch q, ds. Daraus die q-te Wurzel. Ja, mal Integralbetrag f hoch p dt hoch 1 durch p. Das ist einfach die LP-Norm von f. Also das Phi hier. So, das ist sozusagen die grundlegende Abschätzung, die wir mit der Hölder-Ungleichung rausbekommen. Und jetzt nehmen wir das Supremum auf beiden Seiten. Das heißt, die Norm SF in der Supremumsnorm. Die ist kleiner gleich als das Supremum über. Ja, was wollen wir variieren? Das f.
Beziehungsweise streng genommen nicht das F, sondern das T. Das heißt, das Supremum ist über T aus K gebildet. Und zwar über Integral K, Betrag Kappa von T, S ds. Und jetzt fehlt hier noch ein hoch Q, ne? Also hoch Q und dann hoch 1 durch Q mal die Norm F in der LP-Norm. Ne, das können wir einfach stehen lassen, weil wenn wir hier das Supremum drüber bilden, ist das eine Konstante, können wir also rausziehen. So. Und jetzt haben wir die Hölder-Ungleichung quasi speziell, also allgemein drauf gewandelt. Jetzt setzen wir mal zwei Werte ein, nämlich einmal p gleich 1 und einmal p gleich unendlich, also diese beiden Grenzfälle. Also p gleich 1, Doppelpunkt. P gleich 1 ergibt dann folgendes: Norm SF in der Supremumsnorm. Ja, wenn p gleich 1 ist, gucken wir kurz, dann muss q unendlich sein, ne? Weil sonst kommt das hier nicht aus. Das heißt, wir kriegen folgende Abschätzung: Das ist kleiner gleich als die Supremumsnorm von Kappa. Ne, weil dann haben wir hier entsprechend einfach nochmal q gleich unendlich. Q gleich unendlich ist in diesem Kontext aber gerade die Supremumsnorm. Das heißt, hier kommt Norm von Kappa in der Supremumsnorm raus, mal die LP-Norm. Die bleibt einfach stehen, weil die ist davon völlig unbeeindruckt. Das ist das Erste. Das nennen wir Sternchen 1. Und jetzt setzen wir p gleich unendlich ein. P gleich unendlich heißt im Umkehrschluss, dass q gleich 1 sein muss. Ne? Also diese beiden Extremfälle sozusagen. Dann haben wir sofort, dass die Norm SF sub kleiner gleich wird. Jetzt steht hier dann gerade die Zeilenintegralnorm. Ne? Wir haben t aus k das Supremum und hier drin integrieren wir über s. Das heißt, wir iterieren sozusagen alle Zeilen durch. Das heißt, hier wird Kappa ZI raus mal Norm F LP. Sternchen 2. So, und jetzt müssen wir nur noch argumentieren, dass diese beiden Ungleichungen, wie sie jetzt hier stehen, ausreichen, dass die Behauptung folgt. Also Sternchen 1. Das heißt, S Kappa ist für F aus L1 überhaupt mal definiert. Das heißt, es kommt was Endliches raus, weil ich kann das hier abschätzen nach oben durch diese Normen. Die ist garantiert endlich, weil das wir über ein Kompaktum integrieren und das Ding stetig ist. Und die LP-Norm von F ist auch im Fall, das ist natürlich dann L1, ne? Ist natürlich auch endlich, weil F gerade aus L1 kommt. Und hier haben wir dann die Unendlich-Norm, die ist dann natürlich auch endlich, weil wenn es in L1 ist, dann ist natürlich auch die L-Unendlich-Norm kleiner als unendlich. Genau. Steht hier auch. Hätte ich nur aufschreiben müssen. Das ist also sozusagen die Definiertheit oder die Wohldefiniertheit dieses Integraloperators, wenn ich eine Funktion in L1 überhaupt reinschmeiße. Und jetzt wissen wir ja aus vorigen Videos, es ist c von k eine Teilmenge von L1 von k. Das heißt, jede stetige Funktion ist integrierbar. Und das ist ganz natürlich. Das heißt aber, das Produkt, was ich hier habe, nämlich Kappa von t, s mal f von s, das ist ja das, was quasi entsteht, wenn ich den Integraloperator anwende, das ist messbar. Naja, und wenn es messbar ist, ist es in L1, weil so ist gerade L1 definiert, wenn man mal genau hinguckt. Ne, das heißt, Kappa von t, s mal f von s ist in L1. L1 heißt ja im Prinzip nichts anderes als Lebesgue integrierbar. Und Lebesgue integrierbar ist gerade messbar. Und wenn ich Lebesgue integrierbar durch Riemann integrierbar ersetze, dann kommt gerade dieser Integrierbarkeitsbegriff, wie wir ihn kennen, raus. Und da kommt dann zum Beispiel auch diese Interpretation her, dass L2 der Raum der quadratintegrierbaren Funktionen ist. Gut. So, das heißt, wir haben hier eine messbare Funktion reingesteckt. Das heißt, wenn ich eine integrierbare, messbare Funktion rauswerfe und SF auf dem Kompaktum abbilde, kommt eine stetige Abbildung dabei raus, weil eben das Integral existiert. Zack. Das ist im Wesentlichen ein Satz aus der Analysis 3. Wenn ich eine messbare Funktion habe und da einen linearen Operator drüber jage. Na, dann kriegt man raus, dass es gibt ja diese ganzen Messbarkeitssätze zum Lebesgue-Maß und einer davon liefert genau diese Aussage. Da muss man nun mal in zum Beispiel Forster gucken, da steht das relativ früh drin und im Caballo Anna 3 steht es auch drin. Also das ist ein relativ elementares Ding.
Ja, und das heißt, ich habe hier dieses Ding, dieses SF ist stetig. Ja, das ist aber gerade das, was ich zeigen wollte, weil damit ist diese Funktion eine stetige Funktion. Und ich habe eine L1-Funktion reingesteckt. Das heißt, F in L1 wird auf SF in CK abgebildet. Das heißt, das ist die Behauptung. Also, was war das Zentrale für den Satz, um ihn zu beweisen? Das waren diese beiden Abschätzungen hier. Diese beiden Abschätzungen sind entsprechend ein wenig wichtiger und bilden damit die Folgerung 11. 5. Es gilt, dass die Norm SF in der Supremumsnorm kleiner gleich die Norm von Kappa in der Supremumsnorm mal die L1-Norm von F ist. Und gleichzeitig gilt, dass die Norm SF in der Supremumsnorm kleiner gleich als die Zeilenintegralnorm von Kappa mal die L-Unendlich-Norm von F ist. Ja, und das haben wir gerade sofort im Satz von 11, im Beweis von Satz 11.4 gesehen, indem wir einfach die Hölder-Ungleichung angewendet haben und dann mal speziell die Extremfälle 1 und unendlich einfach eingesetzt haben. Gut, das ist der erste Satz gewesen und ich würde sagen, da machen wir an dieser Stelle einfach den Cut und machen beim nächsten Mal mit dem zweiten Abbildungssatz weiter, der dann quasi sagt, was mit beschränkten Teilmengen in LP, beziehungsweise erstmal sagt, was mit beschränkten Teilmengen in L1 passiert. Gut, dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr Fragen, Anmerkungen oder Kommentare habt, schreibt die einfach unten in die Kommentare. Oh Wunder, oh Wunder. Und ansonsten, ja, eigentlich bis gleich.